Liebe Freundinnen und Freunde, die Politik und auch unsere Versammlung hier wird derzeit geprägt von der Pandemie. Die nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag wird allerdings davon geprägt werden, welche Lehren wir aus der Pandemie ziehen. Und die erste Lehre ist für mich: absehbare Versäumnisse, die holen einen in der Krise ein. Wir wussten, dass Deutschland bei der Digitalisierung hinten dran ist. Aber dass es dann eine Frage von Leben und Tod wird, wenn in die Gesundheitsämter nur Faxe verschickt werden, das haben wir in der Pandemie gelernt. Und die entscheidende Lehre ist jetzt nicht nur, die Digitalisierung zu beschleunigen, sondern nicht den klassischen Managementfehler zu machen, sich auf die letzte Krise gut vorzubereiten und deshalb die nächste zu verpassen. Und für die 20er Jahre sind andere Herausforderungen sicher absehbar. Die geburtenstarken Jahrgänge zum Beispiel, die gehen in Rente. Und deshalb müssen wir die nächste Legislaturperiode dafür nutzen, endlich unser Rentensystem zukunftsfest zu machen. Und dafür, liebe Freundinnen und Freunde, bleiben wir nicht nur beim Kritisieren stehen, sondern legen als Freie Demokraten, als lösungsorientierte Partei auch ganz konkrete Konzepte vor. Denn wir brauchen den Mut für neues Denken, zum Beispiel mit einer gesetzlichen Aktienrente. Und dafür will ich für Sie arbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Und die zweite Lehre ist in der Tat, und Christian Lindner hat darauf hingewiesen, Fortschritt weist uns den Weg aus der Krise. Und in dem Beispiel von BioNTech, für das Özlem Türeci und Uğur Şahin vorgestern das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, da ist in der Tat ganz viel drin. Wäre es nach der politischen Rechten gegangen, dann hätte es diese Kinder türkischer Einwanderer in Deutschland niemals gegeben. Man muss aber genauso klar sagen, wäre es nach den Kritikern von Globalisierung und Kapitalismus auf der Linken gegangen, dann wäre doch gar kein größeres Feindbild vorstellbar als ein Unternehmer-Ehepaar, die durch ihre Gründung zu Multimilliardären geworden sind und die mit einem amerikanischen Pharma-Multi durch globale Kooperation uns das Impfstoffwunder gebracht haben. Und liebe uns Freundinnen und Freunde, wäre es nach den Grünen gegangen, in den 80ern zum Beispiel waren die noch gegen das humane Insulin, hätte es wahrscheinlich die neue mRNA-Technik gar nicht geben dürfen. Und was lernen wir daraus? Dass diese Kombination, die es nur bei den Freien Demokraten gibt, in dieser Zusammensetzung, Einwanderungsland und offene Gesellschaft, Marktwirtschaft und Unternehmertum, Globalisierung und Offenheit für Neues und eine Erneuerung des Aufstiegsversprechens, damit wir kein Talent mehr verschenken, dass es das ist, was uns stark macht, auch für die nächsten Herausforderungen, liebe Freundinnen und Freunde. Und für diese Grundüberzeugung will ich mich gerne für Sie weiter eine nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag einsetzen. Mein Name ist Johannes Vogel. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, beruflich unabhängig, zuletzt als Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit. Und ich dürfte für Sie die letzte Legislaturperiode die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik verantworten. Damals in der Opposition, und die hatte Hubertus Heil in den letzten Jahren bitter nötig, in der nächsten Legislaturperiode gerne in Gestaltungsmehrheit. Neben meiner Aufgabe als Abgeordneter bin ich Ihr und Euer Generalsekretär in NRW. Und in der Verantwortung organisiere ich nicht nur mit dem tollen Team der Landesgeschäftsstelle Veranstaltungen wie die heute hier, sondern wir haben zusammen schon großartige Kampagnen gemeinsam organisiert. Und genau das will ich in den nächsten Monaten mit Ihnen und euch tun. Ich habe richtig Bock auf diesen Wahlkampf und dafür bitte ich um Ihr und euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank.